Manuela wird mich umbringen. Das Messer kaputt gemacht. Ich will ja gar nicht sagen, wie viel es gekostet hat, weil sonst wirst du wahrscheinlich einen Herzinfarkt haben. Ich gebe dir den Link, wenn es dich straust, nachzuschauen, da unten im ersten Kommentar und den Beschreibungstext, aber... Irre, ja, irre. Aber was macht dieses Messer so besonders? Entwickelt wurde es von Thomas Sumer. Ich habe nachgeschaut, wer das ist. Keine Ahnung. Es wird behauptet, es ist ein Survival-Experte und der hat das beste ultimative Outdoor-Bushcraft-Survival-Camping-Wildnismesser gemacht. Und das siehst du hier. Der Griff liegt großartig in der Hand. Ist ein richtiger Handschmeichler, aber besonders beim Hacken mit Handschuhen. Aber auch ohne Handschuhe kann er das extrem schnell aus der Hand rutschen. Das ist wirklich, wirklich glatt. Wir haben ja bei unserem Bushcraft Beaver auch ja, G10-Griffe, die sehr, sehr glatt sind. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem von diesem Zoomer hier. Ach ja, billige Eigenwerbung. Wir haben eine Universalhalterung für einen Survival-wasserdichten Survival-Container. Universal für alle Kydex oder fast alle Kydex-Scheiden. Wenn es interessiert, schau vorbei. Wir werden batonieren. Ich bin gespannt. Und zwar ein total unangenehmes Holz, und zwar eine Fichte mit eingewachsenen, harzigen Ästen. Manuela wird mich umbringen. Das Messer kaputt gemacht. Kannst du das sehen? Hier bei dieser Daumenrampe, die super ist, einmal draufgeschlagen, ist gerissen. Ach, verdammt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen herumgespielt und hacken, super. Batonieren, eigentlich auch super, aber ich habe es kaputt gemacht. Hier ist ein Riss. Genau da oben, da ist auch Holz jetzt mit eingedrungen. Und wenn ich da nicht aufpasse, wird das insgesamt viel, viel weiter ausreißen. Es ist ja auch keine Schraubung oder sonst irgendetwas gegeben. Ist das einfach reingesteckt und eingeklippt? Wir haben die einen vollumschließenden G10-Griff gemacht. Das ist ja ein Wunder, oder? Ja, ich meine, das Messer ist jetzt nicht komplett kaputt, aber trotz alledem, es hat einfach den Wert jetzt verloren. Ich habe ein paar hundert Euro in den Sand gesetzt. Schau mal. Aber das Fazit, ich meine, es ist ja eh ein schönes Messer, aber es ist einfach nur zum Schneiden da und das macht es auch gut. Aber sobald man irgendwo härter arbeitet, nämlich batoniert und da drauf schlägt, ist es vorbei. Hacken geht auch super, der ballige Anschliff zieht extrem rein und Schnitzen ist wirklich eine Welt. Soll ich den Feuerstahl bedienen? Nein, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Der Stahl ist übrigens ein CPM 20CV. Ist das gut? Ist das schlecht? Zu praktisch die Daumenrampe. Sobald du zum Batonieren anfängst. Ja, da hilft es auch nicht, dass ein hochwertiges, wie italienische Schuhe riechender Holz damit dazu geliefert wird, mit eigener ja, Schleifdingsbums, Fach und Dengler. Wobei mir die Scheide ehrlich gesagt ein bisschen zu wuchtig ist. Aber schreib du einen Kommentar, was du meinst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder mal den Bock abgeschossen. Das Messer ist ja massiv entwertet. Würdest du so viel Geld für ein Messer ausgeben? Schreib mal gerne einen Kommentar. Mich und meine Arbeit unterstützen, ich gebe wieder einen Link zu meinen Produkten, sind deutlich günstiger und halten mehr aus. Und denk dran, man ist immer untermessert.